Test Drive ist wieder am Start und ja, diesmal mit Ferrari. Ja, Ferrari lässt sich irgendwie gar kein Rennspiel entgehen heutzutage. Die tauchen wirklich überall auf. Ja, wir haben einen neuen Trailer bekommen und ja, es wird um die 10 Ferraris geben, soweit bekannt aktuell zumindest. Darunter zum Beispiel Enzo Ferrari, der 812 Superfast, F40, 3808 GTS oder 250 GTO. Und ja, da werden wahrscheinlich noch so ein paar andere Modelle kommen, aber ja, nice to see. Wir sehen halt hier auch im Trailer so ein bisschen, hat sich was verändert? Ja, nicht so ganz. Also ich meine, es sieht nicht schlecht aus, aber ja gut, es sieht auf jeden Fall besser aus als der Mercedes oder so, was wir uns da angeguckt hatten. Also ja, ich glaube, kann man mit leben. Und ja, auf der anderen Seite haben wir aber auch noch ein... ja, das ist eher gesagt die Collector's Edition vorgestellt bekommen und ja, die schmatzt richtig rein. Gucken wir mal rein. Ja, hier haben wir für schmackhafte 249,90 € die Solar Crown Sammler Edition. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich meine, die kommen jetzt aus dem Nichts wieder und aber hauen auch direkt auf den Tisch mit so einer dicken Sammler-Edition und so weiter. Ich meine, es gibt auch andere Spiele, da kosten die Sammler-Edition teilweise noch mehr. Kann man jetzt so nichts gegen sagen, aber ob es das Ganze wirklich wert ist am Ende und auch qualitativ hochwertig ist, das werden dann halt die Leute erfahren, die sich das kaufen. Einige regen sich darüber wohl auch schon richtig auf, so Mini-Shitstorm-mäßig oder so, aber ja, musst du ja nicht kaufen, gucken wir mal rein. Das Spiel Test Drive Unlimited Solar Crown Gold Edition, ein Rahmen mit einem Miniaturmodell des Porsche 918 Spyder, eine nummerierte metallische Solar Club Platinum Mitgliedskarte, weil auch immer man damit will, die Spielkarte, ein 16-seitiger Konzeptkunstführer, ein Sammelmetallgehäuse, ich glaube, das ist mit Google Übersetzer teilweise gemacht, ein luxuriöser Solar Crown Schlüsselanhänger aus Leder und Metall, ein echter Solar Crown Casino Chip aus Keramik. Es gibt, was heißt hier ein echter Solar Crown, ne? Gibt's das Casino wirklich, Kappa? Dann ein paar luxuriöse Solar Crown Manschettenknöpfe in einem Kunstleder-Etui. Aha, eine Solar Crown Kappe mit 3D-Stickerei aus Baumwolle. Ein Solar Crown Sammelbox. Ein Premium Metallgehäuse. Ein Jaguar F-Type Coupé. Audi R8 Spyder V10. Land Rover Range Rover Sport. Mercedes-Benz, SLS AMG, Maserati MC20 und ein Chevy Camaro ZL11 LE. Ne, das sind dann die Ingame-Autos. Wäre witzig, wenn du die in echt kriegst, Kappa. Nein. Ja, die kompletten Skins, Board, Komitee-Member, Baron of the Sharps und Lord of the Streets für ihren Avatar. Lord of the Streets, sehr, sehr kreativ. Hallo, Frodo. Sticker, Packs, Solar Crown Streets und Sharps zur Personalisierung ihrer Autos, anwendbar auf alle Autos in der Garage und ein kostenloser VIP Solar Pass, der Zugang zum Premium Saisonbelohnung mit 20 bereits freigeschalteten Stufen bietet. Jetzt frage ich mich gerade, der VIP gehört aber bestimmt auch zur Gold Edition, ne? Ist jetzt nicht hier Collector Edition. Aber naja, das auf jeden Fall ist die Collector's Edition. Sind schon so ein paar lustige Sachen mit drin. Die Autos gehören aber, glaube ich, auch mit zur Gold Edition. Ja, ist wirklich die Frage, ist es das wert? Wird es qualitativ auch so hochwertig sein? $250 oder Euro sind schon stolzer Preis. Aber haten kann man selbst dafür, glaube ich, nicht. Ich meine, es ist mutig. So, ne, andere Games haben jetzt auch nicht solche Collector Editions, also Rennspiele zumindest. Aber auch ganz andere Games da, ne? Da gibt es ja wesentlich teurere Pakete und so weiter. Und wir haben jetzt auch in dem Trailer gesehen, da waren 6 Autos am Fahren. Haben die etwa die Spielergruppe von 4 auf 6 erweitert oder vielleicht noch mehr? Ich weiß nicht, ich zweifle noch dran. Muss man nochmal abwarten, bis man das nächste Mal testen kann oder so. Und ja, ganz so lange ist es ja nicht mehr. Bis zum Release, September, ist nicht weit und ich bin echt gespannt, ob
wie sie gesagt haben, da wirklich nochmal ein großer Unterschied zur Demo-Version ist, die wir gespielt hatten jetzt zuletzt bei diesem Steam-Fest. Oder ob es beim Release dann trotzdem genauso aussieht, weil wenn ja, dann wissen wir, ui, die kann man auf jeden Fall dann schon auf selbe Level wie Turn 10 legen. Die haben sich da ja auch einen in die Tasche gelügt, was Grafik anging und so weiter. Ne, müssen wir nicht, glaube ich, weiter drauf eingehen. Motorsport habe ich ja zuletzt im Video erst so gemacht. Schaut gerne rein, wenn ihr da Bock habt auf die Thematik, was da abgeht. Ja, bleibt abzuwarten. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan davon, das Spiel von Anfang an zu verurteilen oder wie so ein Pleb irgendwie da drauf rumzuhacken. Ja, wie gesagt, das ist halt ein kleines Team. Und ich, ja, die werden sich entwickeln. Ich hoffe natürlich, das ist jetzt kein schlechtes Omen mit der Collector's Edition, dass sie halt wirklich mittlerweile nur noch irgendwie dran denken, irgendwie abzukassieren und dann war's das. Alles möglich heutzutage bei den Entwicklern, den kannst du ja kaum noch trauen. Ne, leider. Leider böse Erfahrungen halt gemacht mit anderen Spielen in letzter Zeit. Und ja, trotzdem. Ne? Grafisch und so weiter. Ich denke mal, da wird sich noch einiges machen lassen. Ich denke mal auch, vor allem das Feedback zum Release werden sie dann beachten. Die haben ja jetzt schon sehr viel Feedback beachtet, sind darauf eingegangen, haben immer wieder Rückfragen gemacht. Oder kommt ja jetzt auch noch die Beta im August. Da kann man dann auch nochmal reinschauen und mal schauen, was sie dazu sagen. Ob das dann jetzt eine aktuelle Version ist oder auch wieder irgendeine Version, die ein paar Monate zurückliegt in der Entwicklung. Keine Ahnung. Ist halt immer so ein wildes Hin und Her. Ne, vor allem halt die Performance ist wichtig. Die lief beim letzten Test bzw. bei der Demo noch nicht ganz so rund. Viele Leute hatten halt Schwierigkeiten, je nachdem welche Hardware sie benutzt haben. Aber ich meine, ich habe ja auch eine 4070 drin und meine FPS sind teilweise auch relativ... Ich meine, sie waren stabil eigentlich, mehr oder weniger, aber auch jetzt nicht in einem Bereich, wo ich sagen würde, ja, absolut top. Also Optimierung war da auf jeden Fall noch nötig. Da werden wir ja dann sehen, wie sich das entwickelt hat. Grafisch, ja. Ja, wie gesagt, viele Autos haben da einfach Probleme, weil sie aus TDO2 importiert sind. Die brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Polishing, was die Grafik angeht, optisch. Ja, da muss noch ein bisschen was gemacht werden bei vielen Autos. Und ja, ansonsten würde ich sagen, kann man da erstmal nur warten noch und sich dann erst das Bild machen, wenn es auch wirklich released ist. Ne? Weil... Gut, wir haben viele Probephasen jetzt gehabt und so weiter, ne? Ist klar, wenn der eine oder andere eher so negativ eingestellt ist, dann ist das so, ne? Man hat ja genug Material mittlerweile gesehen, aber sie meinten ja, wie gesagt, Vorab-Version, bla bla, also ich rechne ja dann damit, dass die Vollversion nochmal deutlich besser ist, aber ja, wir kennen ja die Entwickler, die labern viel, wenn der Tag lang ist mittlerweile, leider. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von der Collector's Edition? Werdet ihr versuchen, eine zu bekommen, weil die scheint ja auf 2000 begrenzt zu sein? Und ja, oder sagt ihr euch, nee, 250 Euro ist ja schon ein bisschen sehr viel für das bisschen Gedöns, was dann dabei ist. Das behält ich lieber das Geld für GTA 6. Ich wette, da wird es auch eine dicke Edition geben, aber locker. Also, da ist ja eigentlich Potenzial, ne? Aber gut, jetzt reden wir mal lieber nicht über GTA. Ist ja ein ganz anderes Thema, ne? Also gut, ja. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Like nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht getan habt, um den Kanal zu unterstützen. Hilft immer sehr, bin ich immer sehr dankbar. Und abonnieren natürlich auch nicht vergessen, wenn du das noch nicht getan hast und neu bist hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!